Wow, was ist denn aber? Komm mal her, hier. Hör mal, ist der FG? Ist der gegen Flüche allergisch, der Typ? Irgendwie, ja, wenn auf der Dach fehlt, scheiße, ey. Oh, Gott sei Dank, ey. Zusammen wie ein wütender Troll. So, erledigt. Weiter. Suche nach dem Triptychon Fragment. Da hoch oder was? Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Gut, da kommt man nicht hoch. Jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da hoch? Ach, warte mal. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich glaube, da oben ist ein Weg. Da ist eine Treppe hin.
Ich spamme mal die ganz Kram. Na, es geht. Habt ihr erledigt. So, jetzt müssen wir da hoch. Wir erreichen den Vorsprung nicht, egal wie hoch wir springen. Ja, ich hab schon fast gedacht. Ich weiß auch wie. Oh, warte mal, Isidors Tagebuch und Tag. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Isidora war hier. Können wir hier hoch eigentlich? Ist das am einfachsten? Wir brauchen was Stabiles zum Draufstehen. Ja, ich habe schon was gefunden, aber es hätte auch was einfacher sein können. Komm mal mit. Ja, scheiße. War jetzt nicht der Begangeleiner, aber wir haben es geschafft. Weiter. Na, wo bleibt er denn? Hä? Sebastian? Hm. Naja, dann hat ich. Dann ist er halt hinter mir gespawnt. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Es hört sich wieder extrem nach Spinnen an. Noch eine Barriere. Wir können sie nicht durchbrechen. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Ein weiterer. Es klingt eher beunruhigend. So. Reveal. Ja. Da lang? Okay. Nee, auch nicht. Oh, warte mal. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Rebellion. Ins Zentrum. Dieser Ort kann doch nicht nur Isidora gehört haben. Oh. Das Triptychon führte uns her. Das habe ich jetzt gerade mehr oder weniger mal kurz nicht gesehen, die Ecke. Also, wir müssen jetzt gucken, was Sache ist. Ist das so die beiden? Ja, ne? Nein. Reveal. Zwei, drei, zwei. So. Reveal. Vengato Leviosa, Bombarda.
Treffer versenkt. Kommen aber nicht weiter. Einmal, zweimal. Geh doch mal aus dem Weg. Ein weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Scheinbar. Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Der letzte Tagebuch. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das letzte Stück für das Triptychon. Gefunden. Wir haben's geschafft. So, jetzt guck ich nur die... Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. So... Nutze den magischen Gang. So, ich wollte mir eigentlich noch mal ganz kurz noch schnell die Ecke hier angucken. Und dann gehen wir raus. Denn wir haben, was wir wollen. Unter anderem mal mega Power Trank und ein bisschen Geld. So, auf geht's. Wir gehen, kommen jetzt bestimmt ins, in die Krypta. Und da kriegen wir dann wahrscheinlich auch Avada Kedavra. Weil die anderen beiden Teile vom Triptychon haben wir ja die beiden anderen Unverzeihlichen gekriegt. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Ja. Treffer versenkt. Ein Denkarium. Oh. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn? Finde es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Er spricht. Könnten wir vielleicht auch mit Anne helfen? Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres.
Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich bin keiner mit Scheiße bot. Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Im Schatten des Berges abgeschlossen. Ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Diese Aufrüstung ist besser, als ich es erwartet hatte. Schauen Sie mal bei Spindwitches vorbei. Ja. Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Pierce konfrontiert und er hat sofort gestanden. Diese alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Ich habe einen von Renrocks Bogen in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lobgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Ja, aber nicht jetzt, sondern das gehen wir dann irgendwann in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen. Bis dahin, tschüss.